Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video rund um das Thema Smart Home. Heute ist mal wieder so eine Art Baustellenvideo dran, beziehungsweise das hier ist der erste Teil von zwei Videos. In dem ersten Teil zeige ich euch, wie ich meinen Stromzähler smart gemacht habe, beziehungsweise wie ich einen digitalen Stromzähler in meine Unterverteilung eingebaut habe. Und wie man dann ein NodeMCU-Board an diese S0-Schnittstelle anschließt. Im zweiten Teil zeige ich euch dann, wie ihr diesen S0-Stromzähler in euren I/O-Broker integriert und wie ihr die Software auf dem ESP8266 installiert bzw. übertragen könnt und wie ihr ESP Easy konfiguriert, damit die S0-Impulse an den I/O-Broker geschickt werden. Es gibt zwar noch die Möglichkeit, an eurem alten Stromzähler einen Linienfolger oder wie die Dinger heißen zu montieren. Das habe ich am Anfang auch versucht, aber bei meinem Stromzähler hat das überhaupt nicht funktioniert. Der hat immer falsch gezählt, mal hat er die Scheibe gesehen, mal nicht. Das war irgendwie nichts, deswegen habe ich mich entschieden, einen elektrischen Stromzähler zu kaufen und diesen dann in die Unterverteilung zu montieren. Ich vermute, bei mir war das Problem, dass die Entfernung zwischen Glasscheibe und Drehscheibe einfach zu groß war. Das bedeutet also nicht, dass es bei euch nicht funktionieren würde, aber es hat halt bei mir nicht funktioniert. Die Konfiguration für ESP Easy könnt ihr auch für einen Linienfolger übernehmen. Die Konfiguration ist dieselbe. Das Ganze habe ich vor circa 6 Monaten gemacht, habe das jetzt ausführlich getestet und ja, das Ding funktioniert, ohne dass ich jemals dran musste. Weil ich aber die Verkabelung nur provisorisch gemacht habe und ich das NodeMCU-Board nur lose da reingehängt habe, habe ich mich dazu entschlossen, das Ganze nochmal aufzumachen, neu zu verkabeln und alles so ordentlich wie möglich zu machen. Dabei dachte ich, es ist nicht verkehrt, die Kamera drauf zu halten. Deswegen habe ich das Ganze gefilmt und zeige es euch. Was ich euch aber jetzt nicht zeigen will, ist, wie ihr das Ding genau anzuschließen habt. Also diesen digitalen Stromzähler. Das sollen nur Leute machen, die das gelernt haben und wissen, was sie tun. Das ist mega gefährlich. Lasst die Finger davon, wenn ihr euch damit nicht auskennt. Strom ist kein Spielzeug, Strom kann töten. Das NodeMCU-Board ist sehr einfach anzuschließen. Hier schließt man einmal Ground vom NodeMCU-Board an S0- vom Stromzähler an und in meinem Fall D5 bzw. GPIO 14 an S0+ am Stromzähler. Als Spannungsversorgung für das Board habe ich mich für ein kleines 5-Volt Netzteil für die Hutschiene entschieden. Vorher hatte ich eine Steckdose in der Unterverteilung installiert und habe dort dann ein USB-Netzteil angeschlossen. Die Steckdose habe ich zwar wieder montiert, aber aus einem anderen Grund, weil ich an dieser Stelle keine Steckdose habe und vor der Verteilung ist ein großer Schrank. Das heißt, ich kann meine elektrischen Geräte direkt in der Unterverteilung anschließen und muss keinen Schlitz klopfen oder eine Wurfleitung verlegen. Die verwendeten Bauteile verlinke ich euch nochmal unterm Video. Ihr müsst nur darauf achten, dass ihr einen Stromzähler kauft, der groß genug ausgelegt ist. Und im Normalfall hat man 3 Phasen Drehstrom. Nicht wie bei mir nur 1-Phasen-Wechselstrom. Aber wie gesagt, falls ihr euch damit nicht auskennt, lasst es lieber und beauftragt jemand, der sich damit auskennt. Weil es so gefährlich ist, möchte ich auch nicht weiter drauf eingehen, auf was ihr genau zu achten habt. Weil wenn ihr das nicht wisst, dann solltet ihr das Ding auch nicht einbauen. Bitte habt Verständnis dafür, dass ich euch das nicht genau erkläre. Ich möchte nicht verantwortlich sein, wenn jemand lebensgefährlich oder tödlich verletzt wird.
So, das soll es von mir an dieser Stelle gewesen sein. Ich hoffe, ihr fandet das Video einigermaßen interessant. Würde mich freuen, wenn ihr einen Daumen hoch und ein Abo dalasst, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Wie gesagt, es gibt einen zweiten Teil dazu. Dort zeige ich euch, wie ihr das Ganze in den I.O. Broker integriert und wie ihr das Ganze konfiguriert. Falls ihr Fragen habt, könnt ihr mich gerne über die diversen Social Media Portale kontaktieren oder mir eine E-Mail schreiben. Falls ich euch helfen kann, werde ich das machen. Ansonsten würde ich mich freuen, wenn ich euch auf Instagram, Facebook, Twitter oder wo auch immer wieder treffen würde. In diesem Sinne, macht's gut und viel Spaß mit eurem Smart Home.